Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir befinden uns gerade im Schrein von Myrunes Dagon, also hier beim Höhlen beim Ariussee, in der Vorkammer. Und ja, wir haben einfach mal beschlossen, hier uns einfach mal durchzumetzeln. Alternativ hätten wir uns natürlich auch einfach unsere Habe abgeben können und ja, dann hätten wir ohne alles hier gestanden. Aber ich würde sagen, einfach durchmetzeln ist auch mal witzig, oder? Lobet ihn! Da unten ist er. Und das Amulett der Könige ist unser. Eure Brüder und Schwestern. Okay, hier sind viele Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen. Gehen wir mal so ein bisschen in den Schatten. Lobet ihn! Okay, dann. Auf geht's! So, Mankar Kamoran ist mit dem Amulett der Könige in sein paradiesisches Reich entkommen und hat das Portal hinter sich geschlossen. Der geheimnisvolle Xarxes befindet sich doch hier im Schrein. Ich muss den geheimnisvollen Xarxes erlangen. Jetzt ist dieses Buch meine einzige Hoffnung, das Amulett noch wieder zu erlangen. Das ist ungefähr das gleiche, nur mit einem Wortlaut. So, da kommen sie schon alle angedackelt, aber wir haben ja hier Zombie-Beschwören. So, jetzt nehme ich noch mal wie mein nächstes Gift, Schaden Ausdauer. Ich fürchte den Tod. Die Meisterball. Nur die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Bleibst du wohl hier? Das Paradies erwartet mich. Ja, das ist vielleicht keine gute Idee, einfach den hierher zu springen. Sag mal. Hey, oh fuck, jetzt. Das passiert, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Das passiert relativ schnell, wenn man. Ich fürchte den. Wenn die Dingsbums machen. Im Faustkampf. So, anstatt des Blitzes nehme ich mal mit. So, jetzt müssen wir uns mal kurz hier ein wenig heilen. So, ich weiß nicht, habe ich da oben jetzt gerade alle durchsucht? Dabei. Ah, ja, den. Du hast sogar vergiftet. Ah, es ist Kampfmusik sogar abgeklungen. Ja, wunderbar. Ja, es war gar nichts. Viermal mein Bogen. So, Schaden Ausdauer wieder. Oh Mann. So. Zwei Gifte haben wir jetzt noch. Oh, da ist sogar ein Silberdolch dabei. So, die hatten wir jetzt gerade genau. Es ist auch ein Magierstab dabei. Da oben liegt ein nackter Agonia. Da sind noch Feinde. Ich glaube, da vorne standen gerade noch welche rum. Gehen wir mal hier rum. Es war wohl gar nichts. Kein Grund zur Sorge. Ja, kein Grund zur Sorge. Deine Augen spielen nur einen Streich, genau. Ich fürchte. So. Hier ist ein Agonia Gelius. So, ja, wir befreien den Gefangenen. So. Der steht jetzt, der ist vernackt, der kann nicht gut kämpfen, aber. Ja. So, hier ist das Mysterium Xarxes. So, ich habe den Geheimnis von Xarxes, das Buch über die Geheimnisse der mythischen Morgenröte. Nun muss ich von diesem Ort fliehen und zum Wolkenschild-Tempel zurückkehren.
So, genau, jetzt stößt mich diese Statue da ein. Wäre der Augun ja noch drunter gelegen, wäre der jetzt draufgegangen. So, Moment, hab ich noch Feuerschaden? Das müsste eigentlich gut reinhauen, das ist sogar auf Zeit sozusagen. Aber diesen Argon, der kann ich nicht wirklich helfen, weil der hat keine Waffe, der ist nackt, also der ist relativ schnell down. Ich glaube, wenn der überlebt, gibt er uns, glaube ich, ein Training und eine Fertigkeit. Das Paradies erwartet mich. Die waren immer nur Scheiße, ey. So mehr Gifte habe ich jetzt aber nicht. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge hier nennen werde. Für Stargon. Und schleichen verbessert. Für Stargon, ich sag's ja. Kommt her. Ich gebe auf. Wie, du gibst auf? Hier geblieben. Oder nicht? Fackel. Einem anderen liegen Seelensteine rum. Erwartet eure Seele in Oblivion. Nur die nichts wie weg. Was sind das für Leute, die einfach abhauen hier? Oh, das haben wir hier. Really? Ein Basishaltskette der See. Unter Wasserarmung. Ja, cool. Du brauchst zwar nicht mehr, aber danke. Hier ist nur eine Notiz. Ach, das ist nur so eine random Notiz. Für Stargon. Ja, genau, für Stargon. Hat sich ein Dead schon durchbeschworen. Alter, was finde ich gerade für geile Sachen hier, ey. Basisring der Ägide. Schild, 12% Schild. Keil. Cool. Schaden reflektieren, Schock widerstehen. Dann nehme ich der Ägide erstmal. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ah, ich will mich heilen. Ich vertue mich immer mit den Tasten hier. Das Paradies erwartet mich. Das sind ja Leute, die. Hey! Hey! Das Paradies erwartet mich. Ah, verdammt, ey, ich hasse das mit den Dietrichen so. So, eine Seelenfalle und ein größerer Seelenschirm in der gefüllten Seele. So, festigen Stärke, das kann ich nämlich auch mal mit. Feuerschild, Reis, ja gut. Zaubereihandbuch. Ah, die kämpfen gegen, die betteln da gegen den Argonier. Wie gesagt, dem kann ich wirklich nicht helfen, weil der hat. Wer bist du denn? Hä? Kommt hier rein und rennt wieder raus. Sehe ja, Magiker entziehen. Na, das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Weil die casten ja viel. Da. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommen aber viele hier. Ei. Oh, 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 oh. Ei. Ich will noch Oblivion. Kack, jetzt haben die mich in die Ecke gedrängt. Jetzt wird's ein bisschen. Scheiße. Oh. Die Zeit der Reinigung ist nach. Für Stargon erwartet. Ja. Eieieiei, okay, das war jetzt etwas knapp gerade. Ich höre schon wieder die nächste Kampfmusik hier. So, kurz heilen. Heilen, sagte ich, nicht vereisen. Ja. Quick save. Eieiei. Ja, der Argonier ist tot. Scheiße.
Naja, der hat 10 Gold dabei. Ein bisschen Gewand drin. Schon wieder? Ey, geil. Das find ich, ich find einfach mal zwei mit gleicher Halskette. Obwohl, ich glaube, wir haben ja gerade ein paar gute Schriftrollen aufgesammelt. Das habe ich in der so. Schaden, Lebensenergie am Berühren. Ja, Lebensenergie am Berühren. Leben entdecken. Für 10 Sekunden, das bringt es eigentlich nicht. Schneeball. Nehmen wir mal Schneeball. Also neue Maus neu justieren. Okay, jetzt kommen wir in etwas größeren Raum. Wir werden immer noch gesehen von irgendjemandem. Okay, hier ist einfach gar nichts. Ah komm, ich gehe mal aus dem Schleichen jetzt hier raus. Ah, es ist die Kampfmusik auch abgeklungen und ich bin nicht mehr gesehen. Okay, ab hier gehen wir bei den Schleichen, weil die sind. Ja, genau, das meine ich. Dass die immer abhauen müssen, diese Viecher. Diese Mistkäfer. Ach du Scheiße, okay, da stehen wieder die ganze Horde rum. Ich fürchte den Tod nicht. Die Zeit der Reinigung ist. Zeit der Reinigung ist nah. Da ist immer Löffel dabei. Hier fürs Dagon und rennt weg. Das werde ich auch die Folge jetzt nennen. Fürs Dagon. So. Wir haben alle schön Fackeln dabei. Basisring der Feuer, des Feuerlaufs wahrscheinlich. Feuerwiderstand 15%. Ey, das finde ich aber echt geile Sachen hier. Nicht schlecht. Können wir alles schön verkaufen. Jetzt in die Vorkammer. Ach, hier waren wir. Hier waren wir ja vorhin. Genau, können wir eigentlich wieder zurückgehen. Weil ich den normalen Weg kommen, wir nehmen mich nicht mehr zurück. Für Fürst Dagon! Für Fürst Dagon! Da ist noch ein Fall bei mir, von mir im Arm. Bäh. Bäh. Ma, bleibst du wohl hier? Hallo? Ich treffe dich nicht. Jetzt aber. Lagerraumschlüssel. Ja. Okay, wir brauchen dringend irgendwann später mal Dietriche. Oder wir schaffen es bis dahin, entweder neue zu finden oder den Skelettschlüssel zu bekommen. Ja, langsam wird es knapp mit den Dietrichen. Jetzt habe ich nur noch 16 Stück. Hey, verdammt doch mal. Na komm schon.
Ja, jetzt aber. Heilige Zeugin. Krankheitsheiltrank. Heilige Zeugin, das wird wahrscheinlich wieder ein Lehrbuch sein. Schleichen verbessert. Ach, Heilige Zeugin, die wahre Geschichte der Mutter der Nacht. Das ist ein dunkles Bruderschaftsbuch sozusagen. Ich lasse einfach mal hier durchlaufen für diejenigen, die es interessiert, das durchzulesen. Seiten, das ist schon etwas längeres Buch. So. So, ich glaube, wir haben es jetzt schon fast geschafft, glaube ich. So, was ist hier? Im Reich der Schatten. Das ist kein Fertigkeitsbuch anscheinend. Magike entziehen, ja, ziemlich an mich. Und wieder eine Durchschnittstruhe. Ach, verdammt, ey. Nein. Okay, da waren es nur noch 11. Ja. Seelenstein und 16 Gold. Jo. So, da ich ja vorhin den Typ mich schon gekillt habe, müsste ich eigentlich jetzt. Ja, durch sein. Jo. So, ich bin mit dem Geheimnis von Xarxes entkommen. Nun muss ich das Buch Martin in den Wolkenstädter Tempel überbringen. Puh, das war aber jetzt ein Akt, ey. So. Und dann bringen wir das noch zu Martin, würde ich sagen. Was ist das denn hier vorne? Ach, die Schnellwasserhöhle. Die haben wir mal, glaube ich, als wir mit der Borba in der Lage gesprochen haben, Kartmarkierung bekommen. So, komm, wir machen mal eine Fackel hier an. Es ist immer Nacht. Und da oben wartet sogar schon Joffrey auf uns. Ihr solltet mit Martin reden. Er wird das Mysterium Xarxes sofort sehen wollen. Und? Habt ihr das Amulett? Da hat Joffrey doch direkt vor Erstaunen die Sprache verschlagen. Leider nicht. Mein Kameraden ist damit geflohen. Bitte sagt, dass ihr auch gute Nachrichten habt. Ja, vielleicht. Ich habe das Mysterium Xarxes gefunden. Ah gut, dann solltet ihr sofort zu Martin damit gehen. Er ist vermutlich in der großen Halle und liest. Seit eurer Abreise hat er kaum Zeit zum Schlafen gefunden. Okay, dann auf zu Martin. Gruß euch. So, das sind vier Bücher hier. Arme der Könige und Moderne Ketzer. Okay, Moment. Ah, ihr seid zurück. Ich sagte Joffrey, er solle sich keine Sorgen machen. Ich kann sehen, dass ihr schlechte Neuigkeiten habt. Ihr konntet das Amulett nicht beschaffen, oder? Nein, aber ich habe das Mysterium Xarxes. Bei den Neun. Schon der Umgang mit etwas derartigem ist gefährlich. Vergebt mir. Ihr hattet recht, es hierher zu bringen. Aber ihr solltet es mir besser geben. Ich kenne einige Wege, um mich vor seiner bösen Macht zu schützen. Gut, könnt ihr uns den Xarxes nach Camoran leiten? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich vermute, dass das Geheimnis zur Öffnung eines Portals zu Camorans Paradies in diesen Seiten verborgen liegt. Aber ich benötige Zeit. Das Herumhantieren mit dunklen Geheimnissen, selbst schon deren Lektüre, kann sehr gefährlich sein. Ich muss mit Vorsicht fortfahren. Währenddessen solltet ihr mit Joffrey sprechen. Berichte über Spione in Brumach bereiteten ihm Sorgen. Quest eingefügt, Spione. Okay, mit dem können wir auch ein bisschen was über Dithramagie quatschen. Als ich zum Priester wurde, schwor ich den dunklen Künsten ab. Aber darin kann man auch den Weg des Schicksals sehen. Die Götter können alles zum Guten wenden. Solch fromme Worte sprach ich zu denen, die mich um Rat aufsuchten. Vielleicht werde ich dies eines Tages auch selbst glauben können. So, dann was noch über das Mysterium Xarxes? Dieses finstere Buch wurde von Merunes Dagon selbst geschrieben und von ihm an Mankar Camoran weitergegeben. Ich glaube, Mankar Camoran hat es benutzt, um sein Paradies zu erschaffen. Dies sollte es uns ermöglichen, selbst ein Tor dorthin zu öffnen.
Ich werde es weiter studieren. So, über Oblivion-Tore noch was? Mir ist jetzt klar, dass sich die Invasion aus Oblivion einzig und allein durch das Wiederentfachen der Drachenfeuer abwenden lässt. Kaiser, Amulett und Drachenfeuer. Mit diesen göttlichen Gaben wurden die Daedra aus Oblivion jahrtausende lang in Schach gehalten. Solange die Drachenfeuer brannten, wurden die Daedra durch die göttlichen Barrieren daran gehindert, unserer Welt mehr als nur flüchtige Besucher abzustatten. Doch die Drachenfeuer können nur von einem Nachkommen septimischen Blutes wiederentfacht werden, der das Amulett der Könige trägt. Darauf beruhten die finsteren Pläne von Mankar Kamoran. Sein Vorhaben wurde lediglich durch puren Zufall zunichte gemacht. Doch sein letztendlicher Sieg ist gefährlich nahe gerückt. Wir müssen das Amulett der Könige zurückholen und die Drachenfeuer wieder entfachen, bevor es zu spät ist, um der Invasion von Dagon Einhalt zu gebieten. Jo. Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen zumindest einen Teil des Mysteriums Xaxes übersetzt haben werde. Sprecht in der Zwischenzeit mit Joffrey über diese Spione. So, aber bevor wir mit Joffrey sprechen hier. So, Boris hat überlebt, das heißt, wenn er überlebt, kann er uns nämlich ein paar Sachen ausbilden. Ich hatte nie die Gelegenheit, euch anständig für eure Hilfe da in der Kaiserstadt zu danken. Ohne euch hätte ich es nicht hierhin zurückgeschafft. Gute haben, dachte ich, ihr könntet vielleicht ein paar Tricks gebrauchen, die ich bei den Klingen über die Jahre hinweg gelernt habe. Niemand, der nicht bei den Klingen war, kennt sie. Ihr werdet sie also nützlich finden. Wenn sie auf euch einhauen, dreht ihr euer Handgelenk so. Genau, ihr seid ein Naturtalent. Ich zeige euch noch einen. So, jetzt kriegen wir nämlich ein paar Fertigkeitsverbesserungen. Einmal ein Schwertkampf und Blocken. Und die Schwerrüstung. Und wir haben wieder ein Level-Up. Ja, wunderbar. So. Dann jetzt noch mal ein bisschen mehr über die Klingen. Wenn ihr Rüstung, Waffen oder einfach einen Platz zum Schlafen braucht, geht zur Kaserne im Westflügel. Ja, da gehen wir auch gleich sofort hin, um unser Level-Up zu vollziehen. So, Wolkenherrscher-Tempel. Ich bin nicht mehr in Wolkenherrscher gewesen, seit ich ein junger Adept war. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Die Klingen waren schon immer hier und werden es auch immer sein. Ja, leider bis zu eurer Vernichtung. Aber das kommt ja noch alles in Skyrim später. Lebt wohl. So. Ich würde sagen, aber, ja, die Zeit ist auch wieder vorbei, deswegen würde ich sagen, beende ich die heutige Folge auch wieder. Deswegen sprechen wir beim nächsten Mal mit Joffrey, machen dann unser Level-Up und ja, bis dann.